Bei Boeing ging es in den letzten Wochen und Monaten echt drunter und drüber. Es gibt zum Thema 737 MAX immer wieder irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche aktuellen News, die einen nicht unbedingt vermuten lassen oder nicht unbedingt denken lassen, dass dieses Flugzeug in diesem Jahr wirklich noch in die Luft kommen kann. Ein weiteres Flugzeug, das aber ebenfalls in diesem Jahr nicht mehr in die Luft kommen wird, ist jetzt die Boeing 777X. Diese Maschine hatte man in den vergangenen Wochen aufgrund der ganzen 737 MAX-Thematik eventuell so ein bisschen aus den Augen verloren. Dabei war das vor der ganzen 737 MAX-Geschichte das große Ding für das Jahr 2019 bei Boeing. Und ein paar genauere Infos zu diesen Themen gibt es jetzt. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat jetzt vor 2 Tagen, so wie viele andere Unternehmen auch in den letzten Tagen, Quartalszahlen vorgestellt. Und diese wurden bei Boeing natürlich jetzt besonders spannend erwartet. Denn ein Quartal, das ist nun mal ein Vierteljahr, also 3 Monate. Und in den letzten 3 Monaten hat sich keine einzige Boeing 737 MAX mit Passagieren von A nach B bewegt. Das macht die Sache so spannend. Im 2. Quartal des Jahres 2018, also im letzten Jahr, da wo noch alles normal und in Ordnung war, da konnte Boeing ganze 2,2 Milliarden Dollar verdienen. Das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl, die natürlich ihren Teil beitrug zu den knapp über 10 Milliarden US-Dollar, die Boeing im letzten Jahr als Gewinn unterm Strich stehen hatte. Jetzt ist die Situation allerdings eine andere und Boeing muss im 2. Quartal 2019 einen Rekordverlust wegstecken von 2,94 Milliarden US-Dollar. Und auch wenn das jetzt gerade in Anbetracht der Überschüsse der letzten Jahre, auch wenn das den Flugzeugbauer jetzt sicherlich nicht direkt aus der Reserve locken wird, die Veränderung ist trotzdem ziemlich beachtlich. Im vergangenen Jahr, im Jahr 2018, war der amerikanische Flugzeugbauer wie so oft oder wie eigentlich immer der größte Flugzeugbauer der Welt mit über 800 ausgelieferten Flugzeugen. Von diesen ganz genau 806 ausgelieferten Flugzeugen entfielen 580 Auslieferungen auf die Boeing 737-Familie. Eine Zahl, die man dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht wieder erreichen wird, nicht mal annähernd, weil die Boeing 737 MAX eben in diesem Jahr möglicherweise gar nicht mehr zurück in die Luft kommen wird. Und weil gerade eben genau das jetzt noch in den Sternen steht, von zu vielen schwer berechenbaren Faktoren abhängt, verzichtet Boeing bei der aktuellsten Vorstellung auch auf einen Ausblick in die Zukunft. Man weiß tatsächlich einfach noch nicht, wann das Flugzeug wieder fliegen wird und von einem konkreten Zeitplan für die Rezertifizierung der Boeing 737 MAX fehlt auch jetzt noch immer jede Spur. Vor ungefähr einer Woche hatte uns Boeing ja bereits eine weitere interessante Zahl geliefert, und zwar ging es da um Sonderkosten für die aktuelle 737 MAX-Problematik in Höhe von etwa 4,9 Milliarden US-Dollar. Und das passt ja auch ziemlich gut zu den am Mittwoch vorgestellten Zahlen des Unternehmens. Experten aus aller Welt berechnen sich jetzt mittlerweile in Kombination mit den Zusatzkosten für das erste Quartal für diese gesamte 737 MAX-Geschichte bis zum aktuellen Zeitpunkt Kosten von über 8 Milliarden Dollar. Das ist eine ganze Menge und wir sind ja noch immer nicht am Ende angekommen, noch lange nicht. Und von einem Imageschaden, von einem möglichen Imageschaden oder von möglichen verärgerten Gästen nach Zertifizierung des Flugzeuges oder wie auch immer, darüber spricht man ja zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht. Darüber hinaus musste der Flugzeugbauer, auch das hat man jetzt am Mittwoch bekannt gegeben, im zivilen Bereich, im zivilen Geschäft eine Umsatzeinbuße von etwa 65% hinnehmen. Denn Flugzeuge kann man ja bauen, so viele wie man möchte, aber bezahlt werden die Dinger von den Fluggesellschaften eben natürlich erst dann, wenn sie auch wirklich übernommen werden. Und auch wenn das jetzt alles enorm große, schwer greifbare Zahlen sind, Boeing wird daran nicht zugrunde gehen. Ziemlich sicher nicht. Aber da entwickeln sich mittlerweile ganz andere Probleme. Eines der größten davon steht in Verbindung mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit der zum aktuellen Zeitpunkt noch immer weiterlaufenden Boeing 737-Produktion. Boeing hatte ja bereits vor einigen Wochen reagiert und die Produktion ihrer Mittelstreckenflugzeuge von über 50 Maschinen pro Monat auf aktuell 42 Maschinen pro Monat heruntergefahren. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied, aber die Dinger stehen sich mittlerweile nicht nur alle im Weg rum, sondern man kann ja mittlerweile auch richtig von Instandhaltungskosten für ungenutzte Maschinen sprechen und diese Kosten, die fließen halt eben Monat für Monat einfach so dahin.
Und in Anbetracht der Tatsache, dass man über die vergangenen Wochen jetzt schon fast 200 fertige Maschinen vom Typ 737 Max angehäuft hat, die da tatsächlich einfach nur dumm rumstehen, einfach geparkt sind, deren Auslieferung nach der Zertifizierung des Flugzeuges ja auch eine ganze Weile in Anspruch nehmen wird, weil eben keine Fluggesellschaft mal ebenso ein oder zwei Dutzend an Flugzeugen einfach so in die Flotte integrieren kann. Damit hat man sich ja quasi schon einen richtigen Puffer an Flugzeugen aufgebaut und damit auch einen Zeitpuffer, um ganz in Ruhe die Produktion des Flugzeuges wieder hochfahren zu können, sollte die Maschine überraschenderweise eines Morgens wieder fliegen dürfen. Mit anderen Worten, es wird ernsthaft darüber nachgedacht, und das klingt auch sehr, sehr nachvollziehbar, die monatliche Produktionsrate der Boeing 737 MAX noch weiter zu reduzieren. Und man denkt sogar ernsthaft darüber nach, die 737 MAX-Produktion für einen gewissen Zeitraum komplett zu stoppen. Und das sagt sich so leicht dahin, ist aber sicherlich nicht zu unterschätzen. Denn wenn der größte Flugzeugbauer der Welt, in Anführungszeichen, mal ebenso die Produktion seines erfolgreichsten Flugzeuges auf Eis legt, dann wird das ohne Zweifel eine ziemlich riesige Aktion. Für 2020 hatte man bei Boeing eigentlich eine monatliche Produktionsrate für die 737 geplant, um die 60 Flugzeuge. Und jetzt denkt man darüber nach, die Produktionsrate der Boeing 737 zumindest vorübergehend auf Null zu reduzieren. Das ist ein deutlicher Unterschied, und ich denke mal, es ist kein Geheimnis, dass, wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, dann ist sie mit einem riesigen Aufwand verbunden und wirft natürlich die Pläne für die nahe Zukunft des Flugzeuges erst einmal über den Haufen. Und außerdem schickt man damit auf unbestimmte Zeit hunderte, wenn nicht sogar tausende Mitarbeiter nach Hause. Denn alle Mitarbeiter aus der 737-Produktion mal ebenso auf andere Stationen schieben, das wird nicht funktionieren. Und das klingt gerade dann besonders komisch, wenn man sich einfach mal den aktuell noch offenen Auftragsbestand beim Unternehmen Boeing anschaut. Denn da sieht es ja alles andere als schlecht aus. Da sieht es so aus, als könne man gar nicht genug Mitarbeiter gebrauchen, als hätte man erst einmal für die nächsten Jahre auf jeden Fall etwas zu tun. Denn dieser Auftragsbestand, zivil und militärisch zusammengerechnet, wird aktuell mit etwa 475 Milliarden US-Dollar beziffert. Nur die zivile Sparte mit etwa 380 Milliarden US-Dollar. In Flugzeugzahlen bedeutet das etwa 5.500 offene Bestellungen für neue Flugzeuge. Darunter befinden sich aber eben gut 4.620 offene Bestellungen für die Boeing 737 MAX. Und eben genau das ist das Problem. Fluggesellschaften, denen bleibt zum aktuellen Zeitpunkt gar nichts anderes übrig, als sich immer und immer wieder der aktuellen Situation anzupassen. So musste jetzt beispielsweise gestern erst Southwest Airlines, zuletzt größter Betreiber der Boeing 737 MAX mit 34 Maschinen in der Flotte, die mussten gestern verkünden, dass sie das Flugzeug jetzt bis Januar 2020, genau gesagt bis zum 5. Januar, aus der Planung herausnehmen. Damit ist diese amerikanische Fluggesellschaft die erste Airline, die mit den aktuellen Nachrichten, mit den aktuellen Neuigkeiten zur 737 MAX-Thematik bis ins Jahr 2020 mitzieht. Und Southwest Airlines muss natürlich, genauso wie beispielsweise auch Ryanair, die Wachstumspläne für die nahe Zukunft erst einmal aufgrund der fehlenden 737 MAX einstampfen. Und deswegen spricht auch diese Fluggesellschaft, der größte 737 MAX-Betreiber, aktuell mit dem Flugzeughersteller über das Thema Schadensersatz. Der allergrößte Pluspunkt im Boeing-Jahr 2019 sollte aber auch neben dieser ganzen 737 MAX-Thematik auf jeden Fall die 777X werden. Das war auch im letzten Jahr schon klar, und alle sind wirklich gespannt auf dieses Flugzeug. Alle warten und freuen sich drauf. Und jetzt musste der Flugzeughersteller am Mittwoch das mitteilen, was auch schon viele vermutet haben, und zwar wird das Flugzeug aufgrund der anhaltenden Triebwerksprobleme mit den neuen General Electric GE9X-Triebwerken, das Flugzeug wird ebenfalls in diesem Jahr nicht mehr fliegen. Wenige Wochen vor dem eigentlich zuletzt jetzt diesen Monat geplanten Erstflug der Boeing 777X ging das Thema pünktlich zur Paris Air Show durch die Medien. Dort ging es dann um einen Teil des Kompressors des neuen GE9X-Triebwerkes, welches eventuell frühzeitig verschleißen könnte. Nur kurz zur Erklärung, hinter den Triebwerksschaufeln des GE9X-Triebwerkes, die wir ja wie bei den meisten anderen Triebwerken auch ganz normal von außen sehen können, dahinter befindet sich ein dreistufiger sogenannter Low-Pressure-Kompressor. Dahinter wiederum 11 Stufen des sogenannten High-Pressure-Kompressors, wovon die erste Stufe jetzt eben Probleme macht. General Electric, der Triebwerkshersteller, muss eben genau diese Stufe des Hochdruckkompressors neu designen, neu testen, bauen und zertifizieren. Und das am besten ohne die Performance des hochgezüchteten Triebwerkes auch nur in der geringsten Form einzuschränken.
Und weil das GE9X-Triebwerk eben das exklusive Triebwerk für die Boeing 777X ist, das einzige für dieses Flugzeug verfügbare Triebwerk, da bleibt Boeing ja gar nichts anderes übrig, als jetzt ganz einfach darauf zu warten, bis General Electric mit dem neuen Bauteil fertig ist. Vorher startet das Flugzeug nicht zu seinem Erstflug und schon gar nicht zu den daran hängenden Testflügen. Der Erstflug verschiebt sich damit höchstwahrscheinlich bis ins Jahr 2020 und somit auch alles, was danach kommt, beispielsweise eben die Zertifizierung. Und auch wenn die 777X vom Ding her ja nur eine Weiterentwicklung der schon vorhandenen 777 ist, wird man sich da bei der Zertifizierung nicht lumpen lassen, sondern ganz genau drauf schauen, was Boeing da jetzt produziert hat. Sicherlich wird sich dieser Prozess über 10 Monate, wenn nicht sogar über ein ganzes Jahr hinziehen. Und ja, die Boeing 777X hat natürlich aufgrund ihrer Größe und aufgrund gewisser Dinge wie zum Beispiel hochklappbarer Flügelenden doch einige Besonderheiten, die sich FAA und EASA ganz genau anschauen werden, bis das Flugzeug dann an einen ersten Kunden übergeben werden kann. Und so stehen natürlich auch die ersten Auslieferungen der Maschine im Sommer 2020 oder im Herbst 2020 richtig ordentlich auf der Kippe. Das wird höchstwahrscheinlich nichts. Und ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Damit verschiebt sich eben alles, was danach kommt. Damit verschiebt sich die pünktliche Einflottung bei der Lufthansa. Damit verschiebt sich die pünktliche Einführung der Lufthansa Business Class und so weiter. Also, auch wenn das jetzt kein von Boeing gemachtes Problem ist, sondern vom Triebwerkshersteller General Electric, bleibt der Flugzeughersteller Boeing natürlich am Ende des Tages drauf sitzen. Also egal, wie man das jetzt dreht und wendet, 2019 ist einfach kein gutes Jahr für Boeing. Läuft einfach nicht. Und auch wenn ich bis zum aktuellen Zeitpunkt voll und ganz davon überzeugt bin, dass die 2020 richtig stark zurückkommen werden, bis jetzt läuft das Jahr 2019 halt einfach drunter und drüber. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch dabei waren. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Verzeiht ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Es ist leider doch sehr warm. Also bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.